Meine liebe Zwillinge, mein Name ist Emanuel von Sendstern. Ich bin deiner astrologischer Lebensberater in Berlin. Und das ist die allgemeine Monatsaussicht für Januar 2021. Zwischen 1. und 5. Januar bilden Merkur und Pluto eine Konjunktion in Steinbock. Du dürftest dich ernsthaft und leidenschaftlich auf ein Thema konzentrieren und eine transformierende Erfahrung erleben. Im Bereich der Finanzen können Themen wie Versicherung, Einkommen, Auszahlungen und Steuer in den Vordergrund treten. Manche Zwillinge werden sich mit dem Tod auseinandersetzen. Am 6. des Monats haben wir Mars in Stier eingetroffen. Bis 3. März solltest du dich womöglich aus dem Stress zurückziehen und mehr Zeit für dich nehmen. Finanzielle Spekulationen und große Geldinvestitionen sollen unbedingt in dieser Zeit vermieden werden, ansonsten geht man ein großes Verlustrisiko ein. Forschungsarbeiten oder Arbeit hinter den Kulissen ist mit dieser Konstellation gut beeinflusst. Am 8. Januar hast du deinen Herrscherplanet Merkur im Wassermann eingetreten. Das heißt, bis 15. März wirst du dein Wissen über ein Thema erweitern wollen und somit deine berufliche Entfaltungsmöglichkeiten vermehren. Themen wie zum Beispiel Bildung, Fortbildung und Reise können bis dahin wichtig sein. Die Durchführung von virtuellen Online-Seminaren und Fernstudien ist besonders begünstigt. Am 9. des Monats hast du Merkur Quadrat Mars. Bis 15. Januar könntest du ein bisschen durcheinander sein. Vielleicht wirst du dich anstrengen, um eine Sache so schnell wie möglich zu beenden. Wenn dies nicht zutrifft, dann dürftest du Dinge unternehmen, die dir Schwung geben und den nötigen Elan für Sport, Kochen und den Aufgaben im Leben verleihen. Zwischen 10. und 11. des Monats hast du Merkur, Konjunktion Saturn und Jupiter im Wassermann. Lernveranstaltungen, Prüfungen oder selbstständiges Lernen sind begünstigt. Falls zutreffend, kann die Gesundheit eines engen Verwandten gefährdet sein. Am 12. hast du Merkur, Quadrat Uranus. Lass dich nicht von Menschen zu etwas überreden, was du nicht möchtest, meine liebe Zwillinge. Meide bitte Diskussionen und Konflikte. Am 13. hast du Mars Quadrat Saturn. Bis Anfang Februar solltest du lernen, wichtige von unwichtigen Reizen zu unterscheiden. Es ist auch wichtig, sich auf ein Thema zu konzentrieren, damit man sich weiterentwickeln kann und sich eine solide Basis für die Zukunft aufbaut. Am 13. hast du einen Neumond in Steinbock. Die Klärung von finanziellen und rechtlichen Fragen können bis Anfang Februar in den Vordergrund treten. Wahrscheinlich wirst du dir ernsthafte Gedanken machen, die tiefe Sehnsüchte und Hoffnungen ansprechen. Am 14. hast du Venus Trigon Uranus, nimmt dir den Freiraum, den du brauchst, um deine Kreativität zu entfalten. Verabredungen mit Kollegen oder Freunden ist möglich. Auch am 14. haben wir Uranus direkt laufend in Stier. Bis Anfang August 2021 wirst du viel Energie in ein Projekt hineinstecken, das deinen Horizont erweitern wird. Zwischen 15. und 17. Januar haben wir Jupiter Quadrat Uranus. Im Bereich des Berufes können Veränderungen eintreten, die dich überfordern und mit finanziellen Abstrichen in Verbindung stehen. Wir haben dann zwischen 18. und 20. eine Konjunktion zwischen Mars und Uranus in Stier. Eine technische Umstellung oder die Reparatur von Geräten ist bei den meisten Zwillingen möglich. Du könntest dich stärker für andere Menschen einsetzen und sie unterstützen. Zwischen 21. und 24. haben wir Sonne-Konjunktion Saturn im Wassermann. Themen wie Versicherung, Kredit, Steuer und Amt können bis zum Monatsende wichtig sein. Vielleicht wirst du etwas angespannt sein, insbesondere wenn schriftliche
Formalitäten zu regeln gibt. Zwischen 25. und 27. hast du Sonne Quadrat Uranus. An diesen Tagen, meine liebe Zwillinge, könntest du leicht den Überblick von einer Situation verlieren. Unannehmlichkeiten mit Kollegen, Geschwistern, Nachbarn oder Behörden ist möglich. Sei extra vorsichtig beim Autofahren an diesen Tagen, okay? Wir haben dann am 28. einen Vollmond in Löwe, ein wichtiger Termin steht vor. Möglicherweise bist du sehr beschäftigt, sodass du nicht alle Termine wahrnehmen kannst. Am 29. haben wir Sonne-Konjunktion Jupiter im Wassermann. Deine Beziehungen zu deinen Mitmenschen können kompliziert und stressig sein. Und wir haben dann am 30. Merkur, dein Herrscherplanet, rückläufig in Wassermann. Bis Anfang März dürftest du dein Wissen durch Seminare und Workshops erweitern wollen. Die praktische Umsetzung deiner Erfahrungen und Kenntnisse steht im Vordergrund. Meine liebe Zwillinge, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Januar 2021. Wenn du eine individuelle Einschätzung deines Horoskops für die kommende Zeit brauchst, kannst du gerne jederzeit eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir einen guten Start in das neue Jahr 2021. Viel Glück und Gesundheit, alles Gute für dich und bis zum nächsten Video.